Kevin, wir haben alle gewusst, dass das heute eine schwere Aufgabe sein wird oder sein kann. War es dann schwerer als erwartet? Ja, ich glaube, wir haben schon gewusst. Ihr habt da vor 12 Jahren oder so mit LASK Amateure mal da gespielt. Ich habe gewusst, dass das ein sehr, sehr kleiner Platz ist und der Platz war sehr tief. Also es war sicher nicht einfach zu bespielen und sie haben es gut gemacht. Sie haben mit 11 Mann verteidigt. Ich glaube, sie haben sich voll eingeworfen, aber trotzdem haben wir es in der ersten Halbzeit schon verabsäumt. Wir haben schon 3-4 glasklare Torchancen gehabt, dass wir da in Führung gehen. Dann wäre es sicherlich um einiges einfacher schon worden. Aber ja, wir haben dann in der zweiten Halbzeit weitergemacht und haben dann trotzdem noch relativ früh, sage ich mal, das Tor gemacht und dann auch noch mit dem zweiten nachgelegt, damit da nicht wirklich noch mehr Hoffnung aufkeimt ist für die Heimmannschaft. Und deswegen war es das erwartet schwere Spiel, aber für uns ist wichtig, dass wir weiter sind. Das zweite Tor, bescheidenerweise hast du es gar nicht erwähnt, war von dir. War das auch ein bisschen mit der Wut im Bauch? Man hat fast den Eindruck gehabt, dann müsst jetzt einfach mit aller Kraft reinballern, samt dem Tormann oder Verteidiger. Ja, ich glaube schon. Also wir haben heute im Vormittagstraining, hat unser Co-Trainer, der Hicke, hat nur zu mir gesagt, ja, ist wieder mal an der Zeit, dass ich nach einem Standard ein Tor mache. War zwar nicht mit dem Schädel, aber ich glaube, es war trotzdem wichtig für uns, dass wir das Spiel wirklich endgültig beruhigen können. Und ich bin froh, dass ich ein Tor gemacht habe, aber umso wichtiger, dass wir da eine Runde weiterkommen sind. Mit uns gerade die Wichtigkeit, jetzt weiß jeder, die Mannschaft, der ganze Verein ist in keiner leichten Situation nach den letzten Spielen, vor allem dem Aus im Europacup. Wie wichtig ist es dann wirklich einzuordnen, auch wenn es nur unter Anführungszeichen gegen einen Regionalligisten war, dass man jetzt wieder auf die Siegerstraße hoffentlich dauerhaft zurückfindet? Ja, ich glaube, man hat gesehen jetzt da wieder in dieser Runde, dass wieder ein, zwei, drei Bundesligisten oder zwei Bundesligisten rausgeflogen sind. Also drei sogar, ja, und der LASK sieht man auch, in der Bundesliga läuft es wie geschmiert und dann haben sie auch Probleme. Deswegen, man weiß, es ist nie einfach, laufen, beißen, kämpfen, das können mittlerweile fast alle Mannschaften, egal in welcher Liga, und deswegen wusste man, dass wir spielerisch sicherlich überlegen sein werden, aber auf so einem kleinen, engen Platz ist immer schwer und wenn dann die ersten ein, zwei Chancen nicht gleich reingehen, wird es immer schwierig, aber ja, ich glaube, für uns ist einfach wichtig in so einer Phase. Unser klares Ziel war, in die nächste Runde aufzusteigen und das haben wir dann am Ende, glaube ich, auch trotzdem sehr souverän geschafft und deswegen sind wir froh, dass uns das geglückt ist und voller Fokus natürlich auf Sonntag jetzt schon. So soll es sein. Vielen Dank, gute Heimfahrt und alles Gute jetzt schon für das Spiel in Alltag. Dankeschön. Trainer, Stimmung ist jetzt zwar, als hätte die Heimmannschaft gewonnen mit deinem Trainerfreund. Gott sei Dank haben aber wir gewonnen. Ein kurzes Resümee aus deiner Sicht. Ja, ich denke, jeder hat die Verhältnisse gesehen. Wir haben sie angenommen, wir haben es uns etwas schwerer gemacht. Es wäre vielleicht leichter gegangen, wenn wir das schnelle Tor machen. Wir hatten 3 bis 5 Hochkaräter in der ersten Halbzeit, das ist uns nicht geglückt. Trotzdem haben wir in dieser Situation Ruhe bewahrt. Wir haben einfach den Gegner wirklich müde gespielt und uns dann auch belohnt mit den 2 Toren. Wäre natürlich noch höher gegangen, trotzdem 2-0, wir sind weiter und das war unser Anspruch. Trotzdem, was ist da durch den Kopf gegangen, zum Beispiel bei dieser ersten Riesendoppelchance vom Kühne? Zuerst heute der Goalie, großartig, dann springt er natürlich von der Stange wieder raus. Verzweifelt man da? Ja, es gibt schönere Momente oder Situationen. Trotzdem, wie gesagt, wir müssen Ruhe bewahren, ich muss da vorangehen und es wird wieder einfacher werden in nächster Zeit. Und das müssen wir einfach jetzt uns auch hart erarbeiten und Ruhe bewahren. Wie groß war denn die Erleichterung, als der eingewechselte Ferdi Dreuf nach einer schönen Flanke von Thorsten Schick eingenickt hat zum 1-0? Ich glaube, das war in dem Falle wirklich eine Vorentscheidung, oder? Ja, das Tor hat uns natürlich mehr Räume dann gegeben. Der Gegner ist dann Gott sei Dank etwas rausgekommen, hat auch probiert, dann einige Bälle flach zu spielen. Und dann hatten wir natürlich gute Umschalter, die wir viel, viel besser nützen können. Aber okay, wir haben gewonnen, das war unser Ziel und jetzt sind die Gedanken schon bei Regeneration und natürlich am Sonntag gegen Alltag müssen wir wieder frisch sein. So soll es sein, da unterhalten wir uns dann am nächsten Tag. Vielen Dank und geh davon aus, jetzt gibt es eine Nachbesprechung mit deinem Trainerkollegen, der ja auch ein Freund von dir ist. Ja, also wir telefonieren sowieso ständig, wir sind wirklich seit meinem 13. Lebensjahr befreundet, wir waren Kollegen, wir haben Höhen und Tiefen gemeinsam durchlebt und ich finde, er macht einen tollen Job, er ist ein hervorragender Mensch und bin froh, dass ich solche Freunde habe. Danke und gute Heimfahrt. Ferdi, Cup Games, I think everywhere in the world, special games. Atmosphere, you're not really
Jost, how did you make a resume to this game? Yeah, it's different than the competition or the conference league or this pitch was really small. The wall was 1 meter outside the pitch. The pitch was not good, and then it's a tough game. But yeah, the important thing is we won here and go to home really fast and up to Sunday. And what do you think? How important was the goal you did for the 1-0 after a very good, very fine assist, I think, from Thorsten? Yeah, it's really important. You have to score. If I can score the goal, then I'm really happy to help the team and to help the club. And it's really important that we win this game. We have to also, as a repeat players, as a club. It's really important to make a goal. And I'm happy with it. Thanks, Ferdi. And then hopefully the next goal or goals on Sunday in Altach. Yeah. Thanks.